Hi, ich bin Patrick Cartus. Ich habe das Buch Feminismus Fickt über feministische Pornografie geschrieben und ich mache bei Arthouse Vienna feministische, künstlerische, neue Pornos. In feministischen Pornos ändern wir die Rolle der Frau in der Produktion und in der Repräsentation. Also, was sie am Set machen kann, dass sie in Schlüsselpositionen kommt, aber auch wie das Bild der Frau oder von Sexualität im Allgemeinen dann im Porno ausschaut, dass es authentischer ist, demokratischer. Klar sind Pornos auch was für Frauen, die zeigen, dass Frauen auch offen ihrer Sexualität, ihrem Begehren nachgehen. Und es gibt ja auch Pornos von Frauen für Frauen. Was gute Pornos sind, hängt sehr davon ab, worauf ihr so Bock habt. Pornos können auch künstlerisch wertvoll sein, können echt schöne Bilder sein, können authentisch sein und einfach echt vermitteln, was so bei anderen Leuten passiert, können zum Nachdenken anregen. Also das ist sehr davon abhängig, was man will. Gute Pornos findet man eher nicht bei den Pop-ups auf illegalen Internetseiten, sondern eher in Magazinen, in guten Medien, wie bei euch zum Beispiel, die sich mit dem Thema beschäftigen. Oder man screent einfach die Websites von Pornfilmfestivals wie in Berlin oder in Wien. Wir sollten ganz, ganz dringend offener über Sex reden, weil es ist auch ein Teil der Sexualaufklärung und Porno ist einfach Sex vor der Kamera und wir sollten unbedingt öfter und offener über Sexualität sprechen.